Ja, immer wieder sieht sich der Handel mit Vorwürfen der Preistreiberei konfrontiert. Was ist da dran? Wieso sind Lebensmittel teurer als in Deutschland? Und wie geht es dem Handel aktuell? Darüber spreche ich jetzt mit Handelsverbandchef Rainer Will. Herzlich willkommen. Guten Tag. In den vergangenen Wochen ging es ja medial und auch auf Twitter immer wieder um die Frage, wieso Preise in Deutschland, in den deutschen Supermärkten billiger sind als jene in Österreich. Wieso sind denn Lebensmittel im europäischen Vergleich bei uns teurer? Also oftmals wird in der medialen Kommunikation Ursache und Wirkung verwechselt. Die Ursache sind die steigenden Energiekosten aufgrund der Ukraine-Kriegshandlungen und natürlich auch aufgrund der Corona-Entwicklungen, wo das Angebot knapper war, die Nachfrage eine höhere war und damit haben sich die Preise einfach erhöht. Der Kostendruck ist dadurch für die Händlerschaft auch größer geworden und das spiegelt sich auch in den Regalpreisen wider. Wenn die landwirtschaftliche Produktion sich verteuert, wird eben auch das Lebensmittel im Abbau teurer, der Traktor im Betrieb durch die Treibstoffe und die Lieferung hin zu unseren Filialen. Und nein, es ist so, dass die Preisanstiege der Lebensmittel in Österreich mit plus 14% im letzten Jahr unter dem EU-Schnitt waren. Dort sind sie um 16% angestiegen und in Deutschland sind sie sogar um 18% angestiegen. Das heißt, die heimischen Händler haben sich als Anwälte der Kundinnen und Kunden immer darum bemüht, möglichst wenig an Preissteigerungen weiterzugeben. Das hat auch dazu geführt, dass es sehr harte Preisverhandlungen mit globalen Lebensmittelkonzernen der Industrie gegeben hat. Also wenn man an Nestlé, Coca-Cola und Danone denkt, das sind jene, mit denen die heimischen Händler wie Rewe, Sparhofer, Lidl M-Preis verhandeln müssen. Die sind oft übermächtig und das hat auch teilweise zu Auslistungen geführt, weil man gesagt hat, das ist dem Kunden nicht mehr zumutbar und daher hat man dann natürlich auch sehr stark auf die Eigenmarken gesetzt. Oftmals wird dann der Deutschland-Vergleich gebracht, ja, aber da haben wir eben einen Äpfel-Birnen-Vergleich, weil wir haben ganz andere strukturelle Merkmale. Es wird in diesen Vergleichen der Arbeiterkammer niemals eingegangen darauf, dass man im Schnitt in Österreich 32% Aktion- und Rabattprozente abziehen kann und soll, weil das dann der letztendliche Preis ist. In Deutschland sind es nur rund 12%. Das heißt, alleine diese Aktionspolitik und Rabattpolitik erklären schon einmal 20% Preisunterschied. Dann gibt es noch in Deutschland bei Nahrungsmitteln eine Steuer von 7%, in Österreich von 10%. Und daher gibt es viele strukturelle Unterschiede. In Deutschland gibt es einen Niedriglohnsektor. Nur 30% sind mit einem Kollektivvertrag versehen. Der Jobs in Österreich sind es de facto 100%. Wir wollen gute Jobs anbieten, aber es ist klar, dass damit alle Kosten durch die Decke gegangen sind. Und das spiegelt sich ja auch dann natürlich in den Preisen wieder, damit nicht 1.000 Nahversorger bis zum Jahresende schließen müssen. Das wäre natürlich auch sehr, sehr problematisch für die Städte und die kleineren Orte. Die Arbeiterkammer haben Sie gerade angesprochen. Die ist hier im Sommer vorgerückt mit einigen prominenten Beispielen. Also die Klassiker Butter, Öle, Bier, Gösser, Naturradler war hier ein prominentes Beispiel, das eben hier bei uns in Österreich in Leoben produziert wird. Nicht weit entfernt von der Brauerei kostet das 1,49 und in Berlin kostet derselbe Radler eben dann nur 99 Cent. Sie haben jetzt von strukturellen Unterschieden gesprochen, die auch schon zum Teil erläutert und auch Rabattaktionen, die man hier nicht mit einbezieht. Bezogen hat. Inwiefern, also das heißt, wir müssen in Österreich dauernd mit den Rabattmarkern hinterherrennen, damit wir dann auf den gleichen Preis wie in Deutschland kommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Die Rabatte sind nur ein Teil. Österreicherinnen und Österreicher lieben es einfach, Rabatte zu bekommen. Und es ist ganz grundsätzlich so, dass man auf alle Produkte Rabatte gibt, weil wir als kleinerer Markt nur 10-mal weniger Menge einkaufen wie in Deutschland. Und damit schaut man natürlich dann, wenn man mehr Menge einkauft, dass man es auch aktioniert und damit erschwinglicher gestaltet. Und wenn man alles durchrechnet, kommt man auf einen Unterschied von 20%, die in Deutschland weniger an Aktionsanteil bestehen. Aber es ist der Preisunterschied natürlich auch deshalb vorhanden, weil Topografie unterschiedlich ist. Das heißt, wenn man in Schladming gerne einen Nahversorger hat und auch in Hallstatt, dann sind es zwar nur 10 Kilometer Abstand, aber es ist trotzdem der Gletscher, nämlich der Dachstein dazwischen. Und wir wollen aber eben die Nahversorgung für die Bevölkerung sicherstellen. Und das ist anders als in Deutschland, wo abseits von Bayern Deutschland de facto eine Platte ist ohne Berge und damit die Logistikkosten andere sind, gerade in Teuerungszeiten. Und nein, es ist eben dieser Gösser-Naturradler-Vergleich ein falscher gewesen. Daher möchte ich allen Menschen empfehlen, dass sie bitte Lebensmittelpreise nicht auf Twitter vergleichen. Da sind
populistische, politische Spin-Doktoren aktiv. Dieser Gösser-Radler, der kolportiert wird, dass er 1,49 Euro in Österreich gekostet hat und 99 Cent in Berlin. Da wurden nur zwei Produkte, gleiche Produkte von zwei Märkten miteinander verglichen. Aber es wurde völlig ausgeblendet, dass derselbe Radler, Gösser Naturradler, bei einem anderen Händler in Österreich an diesem Tag flächendeckend und bundesweit 74 Cent gekostet hat, also deutlich billiger war als in Deutschland. Und derselbe Radler hat übrigens in Passau am selben Tag 1,15 Euro gekostet. Das heißt, dieser Äpfel-Birnen-Vergleich bringt uns da überhaupt nicht weiter. Viel wichtiger wäre es, dass man strukturelle Reformen umsetzt, um eben auch auf der Kostenseite die Bevölkerung, aber auch die Unternehmen zu unterstützen. Und da haben wir leider wenig geschafft von Seiten der Politik. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass in den Kosten überall mehr drinnen ist als in anderen Ländern. Mhm. Sie haben das jetzt ganz schlüssig erklärt, finde ich. Auch die Biersteuer kommt ja auch in Österreich noch hinzu, muss man vielleicht auch noch erwähnen. Aber die SPÖ beispielsweise hat auch erst vor kurzem beim Teuerungsgipfel argumentiert, dass sogar laut einer Studie, nämlich des Kreditversicherers Allianz Trade, sich die Teuerungen also Angaben zufolge kaum mit den vergangenen Jahr gestiegenen Rohstoffpreisen erklären lassen. Also man argumentiert hier sogar mit wissenschaftlichen Fakten und Zitat hier Kai-Jan Greiner, die haben nur die Gewinne erhöht, das hatte nichts zu tun mit den höheren Energiekosten. Davon ausgenommen hatte kleine Bäckereien und so weiter. Also er, glaube ich, hat hier vor allem auf die größeren Betriebe angesprochen. Wie erklären Sie denn dann solche Studien? Also diese Studien sind meist vom Momentum-Institut und auch wieder eindeutig der linken Reichshälfte zuzuordnen und daher politisch motiviert. Alle Angaben der Europäischen Kommission zeigen eindeutig, dass wir unterm Schnitt sind bei diesen Teuerungsbereichen. Das heißt, es ist eine Illusion zu glauben, wenn Energiepreise nach wie vor um das Dreifache hoch sind, insbesondere Fernwärme und Gas, als vor der Krise, dass dann die Produkte im Verkauf gleich bleiben können. Da reden wir von 200-300% nach wie vor höherem Niveau als früher. Das weiß ja jeder Mensch, der zu Hause irgendwas einheizt oder verbraucht oder tankt. Und daher wird da immer ganz gerne Ursache und Wirkung verglichen. Und ich möchte auch in Richtung Kai-Jan Greiner und alle anderen Beteiligten ganz klar festhalten, der Handel hat sich nie ein Körperlgeld verdient. Unsere Margen, das heißt Umsatz minus Kosten, also das, was dann überbleibt, das liegt bei großen Lebensmittelsupermärkten zwischen 0,5% und 2%. Die Nahversorger, die kleineren selbstständigen Kaufleute, sind sogar tiefrot negativ in der Verlustzone. Wir haben keine Gewinne wie die Banken, die Übergewinne bekannt geben, wo man von einzelnen Instituten hört, 31% Gewinne. Bei den Energieversorgern hat sich im Vorjahr der Umsatz und der Gewinn verdoppelt in vielen Bereichen. Aber es ist natürlich leichter für die Politik, auf den Lebensmittelhandel zu zeigen, weil dort sitzt man nicht in den Aufsichtsräten, dort kann man nicht eingreifen so leicht, weil dort ist man nicht verantwortlich. Bei den Energieversorgern ist man sehr wohl, bei den Banken ist man offenbar blind auf beiden Augen. Mhm. Aktuell führt ja die Bundeswettbewerbsbehörde auch eine große Untersuchung zu Lebensmittelpreisen in Österreich durch. Die Ergebnisse, die werden für Oktober erwartet. Was erwarten Sie sich denn? Ja, der Lebensmittelhandel steht für Transparenz und wir sind sogar positiv, dass es diese Untersuchung gibt, als freie und überparteiliche Interessenvertretung, denn es werden immer nur Tortenstücke in unserem Bereich Lebensmittel rausgeschnitten und gegen uns verwendet. Die Bundeswettbewerbsbehörde analysiert nicht nur die Händler, sondern auch die Produzenten und wir wissen, dass beispielsweise große globale Produzenten zweistellige Zuwächse, also 10-30% Gewinne erwirtschaftet haben. Und daher sehen wir das eigentlich gelassen und freuen uns auch ein Stück weit darauf, dass hier dann auch die Fakten auf den Tisch gelegt werden. Wir von unserer Seite haben jeden Einkaufs- und jeden Verkaufspreis von jedem einzelnen der Millionen und Abermillionen Produkte und jedem Zeitpunkt der Preisveränderung an die Behörde gemeldet. Und die hat jetzt dieses Datenfundament, um zu analysieren. Aber im Ergebnis kann ich nur sagen, unsere Margen bewegen sich im erwähnten Bereich und in anderen Branchen sollte man sich da eher ein Beispiel davon nehmen. Und wir werden weiterhin schauen, dass die Menschen auch über Eigenmarken deutlich günstigere Produkte erwerben können, als dann oftmals von politischen Parteien aufgespielt wird. Wenn wir in die Zukunft blicken, denken Sie, werden wir irgendwann wieder solche Preise haben wie in den Jahren von 2000 bis 2019? Oder wird man in Zukunft damit rechnen müssen, als Verbraucher doch mehr für den Lebensmitteleinkauf zu zahlen?
Also ich denke, wir werden nicht mehr leicht die Niveaus vor diesen Krisen erreichen, einfach aus dem Grund, weil sowohl die Mieten sehr massiv gestiegen sind für die Händler. Man spricht ja von 40 Quadratmetern in Shoppingcentern gleich mal von 10.000 Euro Monatsmiete. All das ist ja Index angepasst, das heißt mit der Inflation noch einmal in der Erhöhung, so wie es jeder Private kennt, auch betroffen. Dann gibt es natürlich die Lohnverhandlungen, die jetzt auch bevorstehen. Die letzten haben schon zu 7% Steigerungen geführt. Der Handel hat eben nicht diese Gewinne und Übergewinne und hat dadurch jetzt natürlich sicherlich wieder mit Forderungen von der Gewerkschaft zu rechnen, die deutlich hoch liegen werden. Und damit ist es ganz klar, dass die Unternehmen schon jetzt vielfach schließen müssen, weil es ihnen eben nicht gut geht, weil die Firmen keine Gierflation betreiben. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben 6.400 Schließungen alleine im heurigen Jahr schon an Filialen gehabt. Insgesamt rechnen wir mit 1.000 Insolvenzen. Viele schließen aber im Stillen, weil sie einfach ihre eigene Wohnung, ihr Haus als Selbstständige eingesetzt haben und gar nicht in Konkurs gehen können. Und daher ist die Situation weiterhin angespannt. Gefordert wäre die Politik, die Regulierungen und Reformen umsetzen sollte, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen und in den Bereichen, wo wirklich Handlungsbedarf besteht, macht man nichts. Und noch kurz, um dieses Thema abzurunden, Stichwort Mehrwertsteuer. Die SPÖ fordert ja schon seit langer Zeit eine Streichung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Würde die Regierung so etwas beschließen, wären Sie grundsätzlich damit d'accord? Da hängt es wieder vom Modell ab. Wir wollen die Menschen schützen davor, dass eine Mehrwertsteuer temporär auf Lebensmittel gesenkt wird, weil logisch ist, dass sie irgendwann dann wieder von der Politik erhöht wird. Und wer hat Lust, dass er unplanbar dann auf einmal wieder um 10% oder um 20% mehr zahlt? Und daher haben wir immer gesagt, wenn, dann muss es eine nachhaltige Lösung sein. Und wenn man so gerne einen Äpfel-Birnen-Vergleich anstellt mit Deutschland, dort sind die Nahrungsmittel mit 7% versteuert, dann lieber ein bisschen reduzieren, aber dauerhaft, zum Beispiel auf 7%, anstatt temporär wieder eine Maßnahme zu setzen, die eigentlich viel kostet und dann die Konsumenten wieder übel überrascht. Mhm. Blicken wir auf die aktuelle Inflationsrate, derzeit geschätzt bei 7,6% für August. Sie ist im Vergleich zu den Monaten davor zwar gesunken, aber noch immer überdurchschnittlich hoch. Ist die Senkung im Handel zu spüren? Geringfügig, aber eher kaum, weil wir haben ja auch als aufmerksame Menschen in unserem Land wahrgenommen, dass die Treibstoffpreise zuletzt wieder angestiegen sind. Daher befürchten wir eher, dass hier dann wieder eine Verschlechterung passieren könnte. Aber insgesamt ist es weiterhin auf einem sehr hohen Niveau, das ganze Inflationsthema. Wir befinden uns in einer Stagflation. Das ist deshalb so heikel, weil zwei sich widersprechende Phänomene damit befasst sind. Das eine ist die Inflation und die Stagnation. Und die Inflation wird durch steigende Zinsen bekämpft, weil man damit die Wirtschaft in einen künstlichen Herzinfarkt versetzt, um eben diese entsprechenden Preise in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite liegt aber die Wirtschaft am Boden, das ist diese Stagnation. Und wenn man nicht dieses Gleichgewicht beachtet und jetzt dringend Wirtschaftsreformen umsetzt, sodass diese Stagnation beendet wird, dann wird es noch einmal schwieriger werden und irgendwann können sich die Unternehmen einfach nicht mehr leisten, dass sie Gehälter um 10%, Mieten um 10%, alle Einkaufskosten um 10% erhöhen, aber gleichzeitig den Preis halten sollen. Das geht sich nicht aus und daher ist im Handel neben all den Unkenrufen der Konzentration ein sehr harter Wettbewerb, nicht nur zwischen vier Teilnehmern, sondern zwischen sieben großen Handelsketten. Jeder ändert sofort wieder den Preis nach unten, wenn ein anderer es tut, weil die Menschen sehr preissensibel sind. Wir sind auch sehr transparent in Zeiten des Internets und daher ist die Situation weiter eine angespannte in unserer Branche. Nach wie vor haben wir aber weiterhin 14.000 Beschäftigte, die wir auch einstellen würden und auch das ist eine sehr schwierige Situation, weil die Bilanz, die negativ ist, ist das eine, die Gewinn- und Verlustrechnung. Das, was den Mittelstand derzeit in die Knie zwingt, ist, dass viele Geschäftsführer von kleinen Firmen nicht wissen, in welchen Filialen sie noch aushelfen sollen, weil die kurzfristigen Krankenstände zunehmen, weil auch die Langzeitkrankenstände nicht weniger werden und hier die geleisteten Arbeitsstunden auch im Europavergleich durchaus
nicht im Schnitt liegen, sondern da sind wir eher im unteren Drittel. Mhm. Und Sie haben auch angesprochen, es geht sich für viele nicht mehr aus. Das war auch im ersten Halbjahr 2023 bereits für einige Händler so. 6.400 mussten schon schließen im ersten Halbjahr 2023. Betroffen waren da alle Branchen, große Ketten ebenso wie kleine Einzelkämpfer. Branchen meldeten bis Ende Juni bereits 480 Insolvenzen. Was sind denn hier konkret die Auslöser dafür? Die Auslöser sind all das, was wir besprochen haben. Fehlende Reformen im Bereich Handel. Ja, es hat eine kalte Progression gegeben, die abgeschafft wurde. Aber wir müssen uns als moderner Staat auf einer Regierungsebene so verstehen, dass man täglich neue Reformen umsetzt und die staatsnahen Apparate reduziert. Die Wirtschaftskammer hat jetzt auf der Dachorganisation angegeben, die Beiträge stark zu reduzieren. Da sollten sich andere, wie in der Arbeiterkammer beispielsweise, wirklich ein Beispiel nehmen, wo Gelder verspekuliert werden, wo 800 Millionen pro Jahr zwangs eingenommen werden. Es wird dann immer mit der Rechtsberatung argumentiert. Die kann man auch um 80 Millionen perfekt umsetzen mit tausenden Menschen. Und daher müssen wir einfach mehr Druck von der Regierungsseite entwickeln, um den Staat auch im Bereich des Gesundheitswesens, im Bereich der Pensionen schlanker aufzustellen, sodass man auch mehr den Menschen vom Netto geben kann, dass man nicht jedem, der in der Früh aufsteht, eine Medaille verleihen muss, weil es eigentlich überhaupt nicht auszahlt, weil die Anreize nicht gegeben sind, dass man die Stunden erhöht von 20 auf 30 Stunden, weil man dann zwar 50% mehr arbeiten darf, aber nur 33% mehr überbleiben. Wir müssen das Generationenversprechen wieder erfüllen, dass sie fleißige Menschen Eigenheim aufbauen können. Derzeit wird man ja durch die Zinssituation, wenn man überhaupt einen Kredit bekommt, komplett in die Knie gezwungen. Und daher ist da so vieles zu tun. Und dann heißt es oft von der politischen Ebene, naja, ihr müsst Zuversicht versprühen. Das geht halt nur dann, wenn man etwas vorzuweisen hat. Man kann auch nicht mit 3,5 im Zeugnis sagen, bitte, es war, in Turnen habe ich einen Ansatz bekommen. Ja. Jetzt hat man ja das Gefühl, bei diesen 6.400 Händlern, die bereits in diesem Jahr schließen musste, da kommt noch einiges mehr. Es geht auch um die KOFAG-Hilfen, wo sich viele Branchenvertreter auch beschweren, dass hier nichts passiert. 6 Millionen Euro fehlen noch, die eigentlich versprochen waren. Am 30.09. wird aber dann die KOFAG abgewickelt. Danach wird es kein Geld mehr geben. Was ist denn so Ihr Eindruck, wie wird es denn in den nächsten Monaten weitergehen? Also 30% der Händler warten noch auf Zahlungen von Seiten der KOFAG, laut unserer Unternehmensbefragung, wo hunderte Unternehmen befragt werden. 8% sind auch mit Rückforderungen konfrontiert. Wir haben mittlerweile doch schon viele, viele Monate durchs Land ziehen sehen, neue Krisen. Und daher ist es eigentlich eine Katastrophe, dass man hier ein derartiges Vehikel umsetzt und die Firmen, denen es ohnehin schlecht geht, so warten lässt. Planbarkeit ist da nicht gegeben. Da erwarten wir uns eigentlich nicht mehr viel leider, weil da wird eher nur gemauert und nicht proaktiv mit den Unternehmern kommuniziert. Da braucht es dann Finanzombudsmänner, die dann irgendwie eingreifen und Klagen einbringen oder drohen, weil hier so wenig weitergeht. Genauso wie Mietvertragsgebühren in Europa einzigartig in Österreich bleiben. Es ist bei uns einfach nicht en vogue, dass man die Wirtschaft in Reformen unterstützt, dass man die arbeitende Bevölkerung eine Leistbarkeit ermöglicht, sondern es wird jeder zweite Euro vom gefräßigen Staat getilgt und dann umverteilt. Das ist zwar grundsätzlich ein Zeichen des ökosozialen Wohlfahrtsstaats, aber die Balance ist gekippt und es gibt derzeit keinerlei wirtschaftspolitische Anzeichen in der Regierung, dass es hier im Arbeitsmarkt nennenswerte Veränderungen gibt. Und daher ist die Wirtschaftssituation und die Einschätzung der Unternehmen, was die Bundesregierung in dem Bereich betrifft, eher schwierig. Mhm. Manche sprechen ja auch von einer Marktbereinigung. Was halten Sie von diesem Wort eigentlich? Dieses Wort nimmt man dann immer in den Mund, wenn man selber nichts geleistet hat. Weil letztendlich sind es mutige Unternehmer, die man hier alleine lässt. Das sind Menschen, die was bewegen möchten und einfach viel, viel Risiko genommen haben. Und ja, es gibt automatisch immer Marktbereinigung aus Sicht der Wissenschaft. Aber wenn es dann in Richtung gesunde, vitale Unternehmen geht, die in Schieflage geraten und im Handel haben wir nennenswerte Konkurse von Unternehmen gehabt, die über Jahrzehnte für Abgaben, Steuern, Wertschöpfung und Arbeitsplätze gesorgt haben, dann sollten einmal die Alarmglocken schrillen und dann sollte die Bundesregierung und insbesondere die Grünen von der Analyse ins Handeln kommen. Denn wenn man keine Unternehmen mehr hat,
die in Österreich dauerhaft sich ansiedeln, weil die Wettbewerbsfähigkeit so leidet, dass wir dort auch immer mehr nicht mehr um die Top Ten kämpfen, sondern ob wir das Schlusslicht in der Hand tragen, dann muss man schon überlegen, wo dann eigentlich die Pensionen, die Gesundheitssysteme weitere Finanzierung beziehen werden. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Will. Gerne. Ja, und wir blicken jetzt in die Kronenzeitung und schauen, was da drin steht.